Bion Katilatu, bittere Let's Dance Beichte. Ich habe gelogen. Ehrliche Worte von Bion Katilatu. Der Motivationscoach hat große Angst vor der nächsten Let's Dance Show. Die Luft bei Let's Dance wird immer dünner. Nach dem Partnertausch in der letzten Woche müssen heute gleich zwei Paare die Show verlassen. Bion Katilatu, 39, befürchtet, dass es ihn treffen könnte. Bion Katilatu, ich habe gelogen. Bion muss in der nächsten Sendung ausgerechnet einen langsamen Walzer tanzen, obwohl er seit seiner Kindheit mit Drehschwindel zu kämpfen hat. Bereits beim Wiener Walzer kam der 39-Jährige an seine Grenzen und bekam nur 12 Punkte von der Jury. Du bist von der Haltung her oben komplett auseinandergefallen. Die Fußarbeit war Katastrophe. Katastrophe, schimpfte Knallhart-Juror Joachim Lambi, 59. Das Drama könnte sich jetzt wiederholen. Es gibt wieder einen Walzer. Ich freue mich, scherzt Bion in seiner Instagram-Story. Morgen wird eine sehr spannende Herausforderung. Es wird zugegebenermaßen etwas eng. Was das Ausscheiden angeht, gibt der Glücksguru zu. Habe ich gerade gesagt, es wird etwas eng? Das war gelogen. Es wird sehr, sehr eng. Natürlich wegen letzter Woche und wegen dem Walzer. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Aktuell haben Kandidaten wie Detlef Soest, 53, Gabriel Kelly, 22, und Mark Keller, 58, die Nase vorne. Doch Bion gibt die Hoffnung noch nicht auf. Es gibt ja zum Glück noch euch, die anrufen und supporten können. Das liegt in euren Händen, appelliert er an seine Fans. Ob Bion die Zuschauer und die Jury trotz Walzer überzeugen kann und es in die nächste Runde schafft? Das erfahren wir heute Abend ab 20:15 Uhr bei RTL.